Weit über Neuenkirch hinaus bekannt ist das Kur- und Therapiehaus Nanza. 1986 gegründet, steht die renommierte Naturarztpraxis am Sempacher See für jahrzehntelange Erfahrung, Professionalität und Qualität. Für alle Generationen gleichermaßen werden hier komplementäre Naturheilverfahren für akute oder chronische Gesundheitsstörungen angewendet. Die Augen sind das Spiegelbild von Körper und Seele. So gesehen ist die Iris-Diagnostik eine effiziente Hinweisdiagnostik und liefert wertvolle Informationen für weiterführende Maßnahmen. Mit technischem Know-how und den Erkenntnissen jahrzehntelanger Erfahrungen entwickelte Hubert Nanza ein nach ihm benanntes Colon-Hydro-Verfahren. Ergänzend zur Colon-Hydro-Therapie kommen Leber- und Gallenwickel zum Einsatz. So wird die optimale Entgiftung der Organe gefördert. Auf unseren Füßen sind alle Organe, Muskeln und Körperfunktionen abgebildet und zeigen die Schwachstellen des Körpers auf. So können gestörte Körperteile gezielt stimuliert und behandelt werden. Seit 5000 Jahren ist Schröpfen ein traditionelles Therapieverfahren und kann bei einer Vielzahl von Beschwerden hilfreich sein. Eine Akupunktur kann akute und chronische Schmerzen lindern oder heilen. Werden die Nadeln fachmännisch gesetzt, spüren Sie dabei natürlich nichts. Boah, es ist das Rüdiger gewesen. Das kann ich nur weiterempfehlen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen.